Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Jawohl, hier sind wir wieder. Okay. Jetzt müssen wir hier natürlich noch was machen, damit wir hier die ganzen Sachen hier wegschaffen. Das bedeutet die... Ja, also die Schlange muss weg. Was wir hier noch machen könnten, also ja gut, es macht hier zwar wenig Sinn, aber wir können es machen. Wir machen hier mal den Versatz wieder rein, damit einfach da auch das Band halt komplett ausgenutzt wird. Selbiges machen wir hier. Versatz und Versatz. So. Dann brauche ich wieder Eisenplatten. Ja, ich kann auch mal den Metallmischofen da zerlegen, ne? Wobei mir das nichts Großartiges bringt, wenn ich den zerlege. Aber ja, Forschung fertig, Raketenbooster ist fertig hier. Metallmischofen, das ist ja bessere Variante, genau. Gut, das ist eigentlich nur ein Ofen, dieser Metallmischofen, das kann ich euch ja nochmal zeigen. Da kann ich halt einstellen, was ich produzieren möchte. Kann ich sogar, hä? Achso, ja, aus Erz. Klebrig, Zinnplatten, das geht alles aus zerkleinem Zeugs, ja. So, wir wollen das Ganze zerlegen. Ziegelsteine, jawohl, zwei Stück, fünf Stück kommen da nur raus, okay. War es wirklich so billig, das Ding? So, die Eisenrohre. Naja, komm, können wir behalten vorläufig. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich die zerlegen soll. Wir können aber mal, wo sind die langen Greifarme? Die können wir doch wieder zerlegen. Hier, die brauchen wir doch schon lange nicht mehr. Da kriegen wir wieder Eisenplatten raus. Und Greifärmische. Ja. Ich muss mir da echt mal überlegen, dann so eine Logistik zu entwickeln, die dann hier das zerlegt. Und wo das dann wieder weggebracht wird. Hm. Aber bräuchte ich dann auch so ein sortiertes Zentrallager irgendwie auch. Ah, da bin ich halt nicht so ganz her. Sowas zu entwickeln ist nicht ganz einfach, aber es geht. Aber man braucht halt Köpfchen, ne? Also ich kenne jemanden, der hat so eine Art Sortierung mal gebaut. Also ja, schon nicht schlecht. Die Blueprint gibt es auch bei ihm zu holen, aber ich möchte eigentlich das nicht unbedingt jetzt hier von irgendjemand Fremdes dann hier das einfügen. Ja, kommt auf euch an, wenn ihr mir sagt, er macht es, dann mache ich das. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasse ich es bleiben. Ja, aber so eine Sortierung wäre halt schon nicht schlecht. Also, ich könnte mir schon eine Sortierung machen, aber die sähe wahrscheinlich sehr groß aus und klotzig und überhaupt. Ne? So. Was will ich noch zerlegen? Wollte ich noch was zerlegen? Ich weiß es gerade nicht. Nö. Übrigens, die Blueprint hier, die kann ich wieder wegschmeißen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. So. Nö, ich habe nichts mehr zum Wegschmeißen. So, das bisschen Holz, was ich da gerade auf Lager habe, das schmeiße ich mal wieder hier zugute rein. Okay, die Electric Boiler, die müssen wir wirklich mal austesten. Was ist denn eigentlich hier los? Das braucht doch eigentlich kein Mensch mehr hier. Weiß nicht, warum ich da einfach einen Pfosten stehen habe. Den Pfosten brauchen wir, weil hier, ja, okay. Warte, wir stellen einen mittleren hin und haben dann hier wieder drei Stück gespart, ne? So, wie schaut es hier aus? Warte mal. Verfügbare Leistung? Ah, Maximaltemperatur. 275 Grad. Da fehlen noch ein paar Grad. 40 Grad. Dass die richtige Leistung haben. Hm. Das wusste ich jetzt nicht. Der befeuerte Dampfkessel, habe ich gedacht, ist das Pendant zu den Dampfmaschinen hier. Okay. Also hat unsere Produktion hier nicht ganz den großen Boost jetzt hier. Okay, wusste ich jetzt wirklich nicht. Entzündliche Stoffe machen wir natürlich. Ja, man weiß nicht, was es da gibt, aber da wird hier jetzt der Flammenwerfer frei, Raketentechnik und so weiter. Ja, da geht es ja schon langsam wieder auf die Weltraumforschung zu.
Naja, es dauert noch ein bisschen. Warte mal, kann ich eigentlich den Mast hier wegkappen? Jo, kann ich. Ich versuche jetzt zu sparen, wo es geht. So, das wird jetzt auch langsam leer, die Eisenkiste. Eisenkiste, warte mal. So, ich. Habe ich da schon wieder so eine blöde Eisenkiste? Ich finde immer wieder diese Eisenkisten hier. Ja, jetzt kommt da gleich wieder hier unser lieber Tauben-Ingwer her und sagt, was hast du denn gegen die Eisenkisten? Ich benutze zum Beispiel nur Holzkisten überall und wo es geht. Ja, nee, ich will dich ja jetzt nicht irgendwie ärgern oder so, aber weil du das hier mit den Sturmmasten gebracht hast für den Kleinen, wollte ich das einfach mal so sagen jetzt. So. Klar, es geht immer irgendwie anders. Und ich habe hier immer noch die allerersten Erzbrecher, aber warum soll ich die jetzt eigentlich wechseln, wenn ich jetzt die noch nicht brauche? Wie schaut es eigentlich hier mauerntechnisch aus? Na, okay, da haben wir wieder Platz. Stahlkiste, die ist voll. Bricks, Brickle Brick. Die 5, die packe ich mal weg hier. So, okay. Stahl, Eisen irgendwie. Stahl haben wir noch. Eisen brauchen wir noch mal ein bisschen. Braucht noch ein Zentrallager, ist ein großes hier. Warenhaus. The Warehouse Gang. Keine Ahnung, was ich das sage, aber egal. Ups, ja, Halbzeit. Bei den Silos, die sind eigentlich schon irgendwie klein, aber ja, jetzt mal so gesehen. So ein Warenhaus ist hier da halt riesengroß, ne? Dagegen. Ich finde es halt auch lustig, wie das hier so groß drauf ist, dann was drin ist. Man kann natürlich auch diese kleinen Symbole machen, aber ich habe jetzt extra das so gemacht. Bei den großen Dingern, da kann man auch das groß drauf machen, dass man es auch jeder sieht. So, jetzt hat er. Jetzt haben wir zwei Warenhäuser, glaube ich. Das erste. Wir lassen da mal einen Platz frei hier. Hier und das zweite. Hau mal hier hin. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar das Eisenfließband hier quer durch die ganze Base bringen und da oben ein. Aber eigentlich können wir da eine Eisenbahn bauen, Mensch. Dann könnten wir uns das ein bisschen sparen hier. Aber das wird jetzt auch lustig. Zugsystem. Wie baue ich mein Zugsystem? Ich habe mir eigentlich gedacht, das wird neu und besser und toll. Wahrscheinlich wird es der alte Scheiß vom letzten Mal. Mal jetzt so gesehen. So, blub und blub und blub und blub. Ich weiß nicht, ob zwei reichen dafür. Düdelüdüm. Dünger. Ja, da gibt es dann 30 Rohholz aus Dünger, aber den Düngerklapp herzustellen, das ist Harnstoff, Ammoniak, Salpetersäure. Ach, herrje. Puh. Das wird kompliziert. Ja, aber ich habe so gewollt, jetzt wird es auch durchgezogen. So. Da macht mein Handy im Hintergrund merkwürdige Geräusche, weil hier wieder irgendwer schreibt. Derjenige muss jetzt aber warten, bis ich fertig bin. Hier geht vor. So. Pam. Hier mal wieder mal Kohle loswerden. Immer wieder mal ein bisschen. So, jetzt geht's hier ab, die Luzi, oder? Ja, gut, was jetzt hier nicht viel gebracht hat, das Band hier jetzt auf zwei Seiten zu benutzen, weil ihr seht, das wird hier zusammengeschoben und ab und zu wird mal in der einen Seite was genommen. So, jetzt ist hier schon wieder Schicht am Schacht. Warum? Ah ja, gut, weil er. Naja, gut, er produziert, aber wir könnten noch so eine Castingmaschine hinhauen. Warte mal, da müsste ich aber den Masten anders setzen hier. Wo ich schon wieder keine habe. Produzieren wir mal welche. Das ist immer das Gedöns mit dem Strommast. Wo stelle ich den Strommast hin, damit er wirklich nicht stört? Wir können ja natürlich auch eine Lücke lassen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Das ist blöd. So, da der Anschluss ja nicht als Exit genommen werden kann, mache ich das mal so. Dann haue ich den nämlich nochmal weg hier. Und stelle nochmal so eine Stranding-Maschine dahin. Ich weiß noch nicht, wann man die zweite Maschine erforschen kann, also die Stufe 2. Herstellgeschwindigkeit 1. Gut, Casting-Maschine, Herstellgeschwindigkeit 1,5. Aber ihr habt es gesehen, es dauert
trotzdem 4 Sekunden hier die Platten herzustellen. Also sind wir gleich mit Stranguss-Werken schon mal einen Schritt weiter. Da müssten wir jetzt auch die Stahlproduktion upgraden und die anderen Produktionen so nach und nach. Das ist halt jetzt. Wir haben nicht viel im Moment. Also, das muss ich jetzt mal sagen nochmal. Wir haben nicht viel am Start, aber das ist jetzt das eine, wo wir jetzt die ganze Zeit rummachen. Wir das Neue verwenden und upgraden hier. Gut, irgendwann haben wir jetzt natürlich dann mal wieder Luft. Da wird nichts Neues kommen, weil dann die Forschung fertig ist. So, du machst mir bitte auch das Rollenzeug hier. So, jetzt müssen wir hier natürlich was improvisieren hier. Da machen wir jetzt einen Doppelanschluss draus. So. Das geht ganz einfach. Jetzt müssten beide Wasser haben. Dann brauchen wir noch Schmelze. Das machen wir so hier. Könnten wir zwar ein Festtor machen, aber ja. Habe ich jetzt. Ich habe ein Eisenrohr gebaut. Naja, gut, das macht jetzt eigentlich keinen großen Problem hier. Ja, jetzt gibt es ja auch die Petrochem-Züge noch. Ich weiß halt, was die Züge für einen Vorteil haben oder Nachteil. Maximal Gesundheit. Die haben, glaube ich, mehr Gesundheit wie die normalen Züge, die jetzt sonst so im Vanilla vorkommen. Wir können ja mal versuchen, beide, also von Motoreinheiten brauchen sie genauso viel. Wir können ja mal beide versuchen. Vielleicht kann mich auch jemand aufklären, wie das sich verhält bei den Zügen. Ich möchte hier Steinrohr. Eigentlich müsste ich mal irgendwo noch eine Steinrohrproduktion hinbauen. Das ist jetzt wirklich nicht zum Lachen eigentlich. Aber ja, warum lache ich dann? Halt falsch. Die Kiste. Ich puffer das einfach mal zwischen, weil wenn da mal die Produktion anhält und wir später wieder erhöhten Bedarf haben, dann haben wir das nämlich gleich. So, die Knickarme sind wieder mal zu wenig. Knick, Knack, Rübe ab. So, das können wir auch anders machen hier. Dann haben wir da auch wieder Mast gespart. So. Ja, das gefällt mir halt jetzt so ganz, dass hier kreuz und quer die Kabel rumgehen. Das war in der alten Fabrik, in der Vanilla-Fabrik viel schöner. Da konnte ich geradliniger bauen. Aber das ist halt hier jetzt nicht möglich. Hier sind halt größere Proportionen teilweise. So, jetzt machen wir folgendes. Du kopieren hierhin. Du kopieren dahin. Dann macht er das gleich und du kopieren das hier. So, da sind schon gleich mal ein Haufen Rollen angekommen. So, jetzt hat er. Jetzt werden hier ordentlich schön hier die Platten gemacht und wir haben auf jeden Fall eine Überproduktion, das sehe ich schon. So, gut, die Pufferkiste hier wird nicht groß beansprucht, die wird jetzt gleich wieder leer sein. Weil das recht schnell wegbasht. Also hier werden sehr schnell Platten produziert. Und das müssen wir oben auch gucken, dass wir das beim Stahl jetzt einführen und beim Eisen. Wobei ich gerne eigentlich hergehen möchte, die Stahlproduktion von der Eisenproduktion abkoppeln. Weil das ist jetzt so eine Sache. Im Moment bedienen wir uns sozusagen der Eisenbarren, dass wir Stahl kriegen und das hat aber keinen Wert. Also ist es nicht so gut. Jetzt schauen wir mal, wie es hier abläuft. Ja gut, das ist auch. Wobei. Ja, doch. Der arbeitet ganz okay. Der hat immer genug Schmelze vorhanden hier. Dass die hier schön arbeiten können. Okay, sehr schön. Da ist die Forschung fertig, okay. Powder Refining. Ferrous Ore Powder. Und Cupric Ore. Das hat doch was mit Kupfer zu tun, oder? Miling Drums. Crushed Ferrous Ore. Ferrous ist nämlich Eisen eigentlich, ne?
Ferrous Powder Sorting. Da kriegt man Eisen raus. Das eine weiß ich jetzt nicht, was es ist. Und dieses komische Rubinerz da, oder was es sein soll. Kuprik Powder Sorting, ja, da kriegt man Nickel und Zeugs raus hier. Mining Crumb, da brauchen wir schon mal Schmiermittel, da brauchen wir das Öl. Oh, Powderizer. Ah, der macht wahrscheinlich das Ganze aus dem Zeug hier. Kann das sein? Ja, wir forschen das Ganze mal hier, so. Okidoki. Sollen wir noch ein paar Kabel produzieren? Einfach mal so. Ja, komm, wir haben genug Kupfer da. Ich heb die Beschränkung mal auf hier. So. Und dann können wir die später abreißen, die Sache hier, wenn es ist. So, wie sieht es denn resin-technisch aus? Ah, da können wir. Da können wir auch mal aufmachen. So, ich halte nichts von Beschränkungen. So, weg damit. Wir produzieren einfach mal bis zum Abwinken. Ja, wobei halt, wie gesagt, dieses Harz hier sehr lange braucht. Das finde ich enorm lange. So, jetzt müssen wir mal Folgendes gucken. Hier ist unter Schienen brauchen was? Eisenstangen, Stahlträger. Mhm. Also eine Mischung aus, ja. Okay. Wir können auch mal Folgendes machen. Wir bauen uns mal ein Auto. Hätte schon Güterwagen. Drei Tanks. Kann man die dann auch wieder so wie vorher aufteilen? Ich weiß es nicht. Weil die alten Tanks waren ja wirklich bloß noch einer dann zum Schluss. Das haben sie ja geändert. Und die haben sie geändert auch. Wobei halt, warte mal, 25k haben die ja jetzt auch die alten Tanks. Aber die werden aus drei Tanks hergestellt hier. So, ich baue mir ein Auto. Da hätten wir das Auto, weil da möchte ich dann einmal erkunden gehen. Jetzt möchte ich mal gucken, ob wir noch mehr Geschütztürme haben. Wie schaut es denn eigentlich hier aus? Bleioxid. Mal schauen, ob wir das irgendwie mal weiterverarbeiten können zu irgendwas anderem. Wir müssen die ganzen Müllsachen hier so wegkriegen. Das haben wir ja schon gesehen. Auch beim Elektrolyser da oben habe ich ja jetzt auch das Programm vorher mal umgestellt. So, 9. Ja, da brauchen wir aber mehr hier. 9 Stück. Ich nehme die mal mit. Was fehlt natürlich? Eisenplatten. Eigentlich möchte ich die Verteidigung gern fertiggestellt haben. Da möchte ich eigentlich ein gutes Gefühl haben. Wie schaut es eigentlich hier aus? Da haben wir ja schon einen höheren Ofen, ja. Das müssen wir auch ändern, die Gießanlage. Da machen wir auch die Casting-Dinger weg. Und machen die anderen hin. So, ich hau dem jetzt mal hier Zeug rein. So, wie schaut es munitionstechnisch aus? Na, irgendwann müsste doch da mal das Band voll sein. Keine 10, soweit keine raus. Oder nichts mehr sehen, wenn ich zu weit rausgezoomt bin. So, Claybricks, da haben wir auch nicht mehr viele. Warte mal, wir können mal kurz rüber gehen, weil, da habe ich gesehen, Limestone hat ja auch irgendwo Problem. Ja. Ich habe auch gerade ein Sprachproblem. Ja. So, das können wir hier auch mal aufheben, hier die ganze komische Sache hier. Ja, hier ist alles leer momentan. Irgendwas ist hier problematisch. Ah, ich weiß, was problematisch ist. Ah ja. Erstens habe ich vergessen, hier Kohle hinzuführen. Warte mal, aber das können wir. Ha! Ich kann doch hier. Kommt die Kohle nicht her? Ah, hier. Hä? Ach so, ja. Nee, die Kohle müssen wir da dann nochmal aufsplittern hier. Und dann können wir die hier auf Sandband mit nur legen. So. Ja klar, ich habe natürlich die Kohle da oben wieder mal vergessen. Ich bin wirklich so ein Held. Was ist hier los? Oh, das soll nicht passieren. Da knicken wir mal um.
Dann können wir problemlos Powder Refining erfasst. Schlackenverarbeitung. Oh ja. Haha. Das brauchen wir. Filtrationseinheiten. Kristallisierer. Mineralkatalysierer. Mineralschlamm. Kristallisierung zu Eisen und Kupfer. Oh. Da kann man aus der Schlacke dann Eisen und Kupfer gewinnen zu 40%. Und Blei und Zinn kann man gewinnen. Nickel und Quarz. Da kann man alles gewinnen. Man braucht nur dann diese Filterrahmen, glaube ich. Kohle, Filterrahmen, okay. Schlackenaufschlemmung. Da braucht man Schwefelsäure dafür noch. Aha, da kann man Schlacke und zerkleinerter Stein verarbeiten. Was natürlich wie besser ist, weiß ich nicht. Da braucht man halt weniger, da braucht man nur 5 Schlacke. Und hier braucht man mehr zerkleinerten Stein. Und dann gibt es die Filterung. Schlackenaufschwemmung mit einem Kohlefilter und gereinigtem Wasser. Das ist gut. Jetzt haben wir dann auch eine Verarbeitung für das Krempel. Aber ich muss erstmal gucken, dass ich die ganze Schlacke irgendwo zentral zu einem großen Lagerpunkt kriege. Das muss ich schaffen. Und wenn das geschafft ist, dann geht's weiter. Dann schauen wir nicht mal weiter. So, da kommen Prickle Bricks. Hard Bricks. So. Vergiss der Eumel hier die Kohle aufs Band zu packen. Das kann's doch nicht sein hier, echt. So ein Profi, ey. So, damit wäre eigentlich dann auch die Kohleversorgung gewährleistet. Ja, und ich wundere mich schon, ich habe gedacht, das Ding kann doch noch gar nicht voll sein. Ja, da hat es natürlich auch da hinten wahrscheinlich die Produktion lahmgelegt, weil wir hier dieses Kohlendioxid hier eben brauchen. Und ich habe auch schon gedacht, dass der Tank voll wäre. Ah, da ist ein elektrischer Förderer leer. Dann können wir das hier kürzen. Noch irgendwie? Nee. Okay. Da wird eh gerade nichts gemacht hier. Das ist aber noch lange nicht voll. Nee. Was wird da draus? Blei, Glump und sowas hier. Aber Blei brauchen wir ja nicht. Schlacke, ja. Das ist noch relativ leer. Das ist Nickelerz, das ist alles viel. Ja, wir müssten dann das Bleigedöns hier erstmal zwischenlagern, damit wir hier überhaupt genug Nickel kriegen würden, weil sonst kriegt man kein Nickel. Und wenn man da eine Produktion mit Nickel hochziehen will, wird schwierig, würde ich sagen. So. Gut, also ich lasse den Altbestand von den Strommasten jetzt mal so stehen. Da sieht es ja einigermaßen ordentlich und schön aus hier, aber nach Bedarf werde ich die so immer wieder mal austauschen gegen große dann, wenn ich sage, ja, mach mal den Quatsch hier weg. So, Wasserstoff, wie schaut's aus? Ja, noch nicht Halbzeit, aber okay. Ja, hier haben wir schon das Programm ohne Dings da, ohne Schlacke. Das wäre hinten auch blöd, wenn das hier verläuft. Aber was will ich mit dem Wasserstoff hier im Moment? Im Moment ist er zwecklos. Aber solange das hier nicht voll ist, kann man es laufen lassen. Wo ist denn der Sauerstoff eigentlich hin? Der geht. Hä? Ah, der geht hier an das Werk. Okay. Ah, da steht es eh jetzt momentan. Warte mal. Hier können wir doch auch wieder den rausschmeißen hier. Das können wir ändern. Bleibaren will ich nicht hier. Die schmeiße ich da dazu. Dann machen wir mal hier wieder Upgrade, Upgrade, Upgrade. Hä, raucht da? Nee. Das raucht nicht aus dem Kamin, das raucht da unten raus. Ich habe gerade gedacht, raucht da gerade der Greifarm? So irgendwie, ja gut, wenn es ein Kohlebetriebener wäre, ja, okay, aber das ist kein Kohlebetriebener. Raucht der Greifarm vor Überbetrieb oder so? Leute, Leute, Leute. So. Heieieiei. Und was kann jetzt eigentlich der elektrische Boiler? Das haben wir auch nicht geguckt. Das können wir nicht bauen, weil wir da diese scheiß Invaplatten brauchen. Ja gut, scheiß. Ist jetzt mal dahingestellt. Wo sind denn die Boiler überhaupt? Elektro. Was? Ele. Elefant. Elektro. T-R-O.
Moment, Boiler? Electric Boiler, natürlich Englisch. Maximale Gesundheit, Energieverbrauch, Effizienz 80%. Ich weiß noch nicht. Ich baue mal einen einzigen. Zur Not kann ich ihn ja wieder zerlegen, wenn er nichts taugt. So, wo ist er? Hier. Lass mal sehen. Ich pflanze den mal hier hin. Düdelidüm. So, polieren. Was gibt's da? Polierpaste. Und eine Polierscheibe. Okay, auf geht's. Okay, Umweltverschmutzung 2. Bitte was? Warum hat er eine Umweltverschmutzung? Der tut doch nur aus Strom das Aufheizen. Das Ding ist, ja, das ist halt jetzt wieder so quaderförmiges Teil. Ich weiß noch nicht. Schafft er denn das hier, so ein Ding zu betreiben? So, wir probieren mal was. Ja, hier hätte ich noch kohlebetriebene Arme hinbauen können, ne? Ich, Lustkerl, ja. Oh, warte mal, jetzt erstmal. Eisenkiste, die will ich zerlegen. Jetzt gucke ich mal, Boiler. Gut, dass wir da noch Platz haben. Verfügbare Leistung, Temperatur 165 Grad. Ja, nee. Der taugt nicht viel für die Dampfmaschine hier. Alles klar, dann machen wir doch das wieder weg. Wir machen wieder die Standardmaschine hin. Wo ist sie denn? Hier. So. Okay, dann ist schon mal wieder was rausprobiert. Jetzt machen wir hier mal kurz. Wo ist es? Zwei befeuerte Greifarme noch hin. Die hätte ich vorher nicht wieder zerlegen brauchen dann. Aber an sowas denkt man dann auf die Schnelle nicht, ne? So, das Ding, das können wir jetzt wieder zerlegen, weil, ja. Wenn das mir nichts bringt, dann ist es für die Katz. Dann macht die Katze auch noch miau, miau, miau. So, weg damit. Das können wir uns sparen. Die Rohstoffe will ich wieder. Die Lid. Da war noch eine, genau. So. Ich wollte mir doch ein paar Bricks wieder mitnehmen. Warte mal, hier. Wisst ihr was? So, pup, bam. Einen kompletten Stack bitte, wenn es geht. Kauf immer gern groß ein. So, von daher. Jo. Nun. Haben wir ja das wieder geklärt mit dem Leim, dass der Leim läuft. Also nicht der zum Kleben. Oder läuft der Leim oder läuft der Leim nicht? Doch, ah ja, perfekt. Der ist wieder voll. Wollen wir mal gucken, da läuft die Glasproduktion wieder ordentlich. Ja gut, er hat auch eigentlich mal immer genug Zeug. Also die Schaltung ist eigentlich gar nicht notwendig. Da kommt immer genug Silizium an, dass, oder Quarz eben, dass hier genug Glas gemacht werden kann. Glas. Glas. Nicht Glas. So, das ist eine Gießerei 2, okay. Was haben wir hier? Eine Gießerei 2. Induktionsofen, ach, das haben wir schon aufgebessert. Hier haben wir noch einen Hochofen, aber brauchen wir das überhaupt? Nee, ne? Nicht unbedingt. Ah ja, hier wird jetzt ein bisschen Blei verbraten, aber ja. Mit Maßen. Wir können ja auch diese Sache anders machen, das geht ja auch. Ich hab's bloß wieder vergessen, wie es war. F. Lötzinn. Ja, da gibt's. Wo es gebraucht wird, ich möchte Rezepte dafür haben. Lötzinn kann jetzt hergestellt werden, indem man eine Solder-Coil herstellt und dann kriegt man 16 Lötzinn raus. Das geht halt allemal schneller wie hier das 4 Sekunden hier. Geschmolzenes Lötzinn, also wir können das schon hier, dann Solder-Coil. Die Solder-Coil können wir herstellen mit Wasser und geschmolzenem Lötmittel. Oder mit Coolant. Das bedeutet, ich sehe es jetzt gerade, hier liegt mein Aufnahme-Overlay drüber. Ich mache mal kurz weg hier.
80 geschmolzenes Lötmehl mit 40 Wasser ergibt 4 Soldercoils oder 140 geschmolzenes Lötmittel mit Coolant ergibt 8 Coils. So, jetzt muss ich mal mein Aufnahmetool wieder zurück machen hier. Das will ich nämlich sehen, sonst habe ich meine Zeit nicht im Blick. So, Coolant stellt man wie her? Aus Mineralöl und Wasser. Und wenn man dann die gebrauchte Kühlflüssigkeit hat hier, kann man die wieder zurückfiltern und so weiter hier. Da gibt es Möglichkeiten, dann kann man das wieder verwenden. Es gibt dann auch wieder einen Kreislauf hier, man braucht dann gar nicht so viel Neues. Das ist eigentlich ganz toll hier. Aber eigentlich wäre es mir erstmal wichtig, dass wir hier in dem Strangusswerk das machen. Das würde bedeuten, die Gießerei hier fliegt weg. Und da kommt noch eine Maschine zusätzlich dazu, die uns aus den Solder Coils Lötzinn macht. Also so eine Produktionsmaschine. Es gibt sogar eine Elektrik-Montagemaschine hier. So, ich weiß nur nicht, ob die Montagemaschine, die Elektrik 3, dann noch schneller ist wie dies. Fünfer Maschine da. So, da haben wir noch Geodenverarbeitung 2, Kristallaufschlemmung und so weiter. Da ist viel mit Filterei dann. Boah, da kann man einen riesen Filterkomplex machen. So, dann fliegt das jetzt ja mal weg. Ich mache mal wieder so eine Strangussmaschine hier. Strangusswerk, das ändern wir die Situation mal. Gut, wir brauchen halt dann wieder Wasser. Das ist aber das kleinste Problem. Piff. Ah ne, der macht noch die Stahlplatten hier. Die Räder meine ich. Könnte man natürlich auch irgendwo eine Produktion herstellen, die uns Stahlräder machen. Aber wieso denn nicht? Wir machen jetzt erstmal alles im Inventar. So. Plupp. Jetzt verlieren wir natürlich ein bisschen was. Plupp. Die Lampe, die setze ich nachher wieder neu. Oh ja, da ist ein bisschen Platz vonnöten. So, damit es eine Flucht bildet, setze ich das jetzt mal so hin. Der Mast ist im Weg. Ich bin im Weg. Ja, ich bin auch immer im Weg. So, dann machen wir hier nochmal Steinröhren. Plopp. Das wird geändert hier, das müssen wir dann halt anders machen. Das machen wir dann hier. So. Lecreifus Amus. Haben wir zwei von denen. Mit einer kleinen Konfiguration, Versatz halt. So. Dann braucht er hier Wasser. Jetzt machen wir hier. Nee, das geht ja noch gar nicht so. Erstmal Solder Coils. Geschmolzenes Lötmittel wird hier gemacht. Warte mal, das müssen wir nochmal ändern. Wie war das jetzt nochmal? In den Maschinen hier macht er das anders, genau. Wie mache ich das jetzt am blödsten, dass es nichts wird? Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja. Da brauche ich den Wasseranschluss. Oder setze ich das eins weiter hoch? Reicht der Eingreifer? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal an einem aus. Oder warte mal. Setzen wir es einfach mal so hin. So, Wasser. Wo kriege ich Wasser her? Habe ich hier irgendwo Wasser in der Nähe? Nee, da habe ich irgendwas anderes. Ja, dann bauen wir halt eine Pumpe hin, ne? Wo waren die Pumpe wieder? Hier. Aufs erste gleich habe ich sie gefunden. So, Pumpe. Ah, die passt wieder nicht hin, weil sie zu ausladend ist. Dann kommt sie eben so hin. Da brauchen wir noch ein Steinröhrle. Dann brauchen wir noch Ström. Der Mast hier hat ja gar keine Verbindung mehr.
So, erstmal, dass mir mal Strom drauf ist auf der ganzen Anlage. So. Jetzt Sattel. Wasser muss ich noch an der Pumpe auswählen. Wasser. Und los geht die ganze Sache. Ja, der braucht 4 Sekunden für die Solder Coil. Okay. Dann macht er mir Lötzinn. Hä? Ah, hier. Ich denke gerade, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Kupferkabel, lalala. Das geht natürlich auch, Kupferkabel aus solchen Drahtspulen zu machen. Genauso wie verzinntes Kupferkabel aus einer Zinndrahtspule. Das ist eigentlich ganz komisch. Können wir da dann sparen mit Zinndraht? So, weiter geht's. Lithiumverarbeitung. So. Aha. Im Prinzip reicht da, glaube ich, eine Maschine, so wie ich das sehe. So, dich bearbeiten wir. Versatz. Da reicht eine Maschine, weil die jetzt ständig laufen muss, weil da immer so viel gelagert ist. Momentan reicht eine, dann die Option behalten wir uns mal noch vor. So, okay, alles klar, das hätten wir auch schon umgestellt jetzt hier. So, was wird hier gemacht? Da wird Bleischmelze gemacht, okay. Ja, Blei. Das geht dahinter irgendwo hin. Ich habe jetzt hier das Licht geklaut. So, fetzt mir hier wieder mal Licht irgendwie rein. Naja, gut. Jetzt ist eh wieder hell. So, leer. So, also langsam wird es hier mal. Aber ich wollte eigentlich auf Expeditionstour gehen. Das können wir doch wegmachen, ne? Ja. Braucht keiner mehr. So, wie schaut es jetzt hier aus? Elf? Naja, das könnte langsam lang. 20 Stück. Naja, komm, wir machen mal was. Wir machen mal einen Ausflug. Am besten aber so. Oh Mann, das wird immer weniger. Und die Masten werden zu viele langsam. Die kann man ja wieder zerlegen, aber ich kann es auch verbrennen. Das wäre mir irgendwie fast schon lieber. So, Brennstoff. So, hier könnten wir doch mal unser Auto auspacken. Treibstoff. Pam. Toggle, toggle, toggle. Warte mal. Ah ja, das hat hier eine. Ja, da kann ich Zeug rein tun. Ich. So. Wie rum ist der? Falsch rum natürlich. So. Ah, das war knapp. Hier hätte ich das Ding angefahren. Das meine ich halt, so arg schneller geht es jetzt auch nicht. So.
wird ja natürlich wieder ein bisschen ja, genau. Komm noch mal so. Der Panzer lässt sich davon nicht mehr beeindrucken, das war früher mal so. War mittlerweile auch nicht mehr. Ja, nicht den immer auffahren. Das reicht nicht. Ja. Da fehlen noch ein paar. Wie viel fehlen jetzt noch? Drei. Drei Stück. Kann ich drei Stück gerade mal bauen? Ja. Dann haben wir es nämlich fertig. Und Radar müsste man da eigentlich auch noch ranbringen. Eigentlich hätte ich gern Radar hier stehen. So, 1, 2, 3, 4. An jeder Ecke von der Basis Radar. Da brauche ich aber dann auch Strommastengröße hier. So. Dann haben die Alien nämlich nichts mehr zu lachen. Dann sehe ich die nämlich. Dann kann ich sagen, I can see you. So, das Radar stelle ich sichererweise hier hinten hin. Der braucht jetzt natürlich Ström. Ja, das war jetzt sehr hervorragend, hier das gleich mal anzufahren. Warum kann ich das jetzt reparieren? Aussteigen oder wie? Aha, man muss aussteigen. Was ist das hier? Edelsteinverarbeitung. Okay, geschliffener Papier, Rubin und so weiter. Topase, Diamanten. Okay, machen wir. Da fahre ich das Ding wieder an. Ich bin so ein Held. So, hier. So, jetzt hat er. Muss ich ja natürlich die Masten verlegen. Mit dem Auto wird das ein bisschen schwierig. Das ist nämlich das nächste hier, wenn ich da dann eins runterkomme. Dann passt es wieder nicht mehr. Was war da gerade im Weg? Irgendwas hat er. Blöder Baum stirbt, Mensch. Oh, ihr blöden Mistdinger. Oh ja. Ist ja gut. So, da kann man ausloten, ob die die maximale Leitung hat. So, man könnte nämlich auch, aber wenn hier ständig Bäume kommen, so wie hier. Man könnte nämlich dann das so schön machen, laufen und einfach zack machen. Aber wie gesagt, die Bäume sind hier störend. Die Natur ist störend. Katsching. Katsching. Weiter geht's. Komm, fahr einfach. Na? Ja, wieder mal im Baum gelandet hier. Dann fahre ich die einfach jetzt mal platt. Das ist mir jetzt wurscht. So, wo war denn da hier? Okay, hier. Pam. Ja, der regeneriert sich wieder, der Baum. So, und ich fahre ein bisschen Band. Das will ich aber gar nicht. Stopp, ich brauche noch ein paar Masten. Ja, zugegeben, die brauchen schon ziemlich viel Rohstoffe, aber ja, wie gesagt, mit denen kann ich halt große Distanzen sehr schnell überbrücken. Was? Ich will das Auto nicht abbauen, du Knallkopf, du. So, jetzt haben wir wieder Masten, ja.
Ritterbaum im Weg. So. Da wird es kleinen Stein, jawohl. Der Panzer würde da gleich Staub draus machen aus dem Stein. So. Radar. Radar, Radar, Radar. Passt perfekt. Da muss ich sagen, passt echt ganz gut jetzt hier, die ganze Sache. So, jetzt machen wir. Wie gesagt, es ist schwierig jetzt hier mit dem Auto, dass wir da einen Versatz reinkriegen. Da muss ich jetzt mit der Hand nachkorrigieren hier ein bisschen. So, wir sehen es ja am Kabel. Ja, da bin ich jetzt zu weit rüber gekommen. Der Baum wieder hier, das war ja sowas von klar. So, warte mal. Ich hab's gleich. Nur noch ausrichten, ne? So, hier. Ach, da war es schon wieder gewesen. Was? Kein Sprit? Warum? Da ist doch Kohle. Was hat denn der? Edelstein verarbeiten. Ah ja, und da sind die größeren Masten, aber da braucht man Messing. Forschen. Was hat denn der für ein Problem? Warum hat er keinen Treibstoff hier? Jetzt will ich nichts mehr hören. Hat er Kohle in der Hand? Oder wie? Der hat Kohle in der Hand. Tatsächlich. So viel zum Thema. Befeuerte Greifarme sind geil. Trotzdem hat er irgendwie keinen Treibstoff gehabt. Das war jetzt eigenartig. Ich weiß schon, warum ich die nicht so gern mag, die befeuerten Arme. Warum ich lieber Elektroarme habe. So, jetzt probiere ich das nochmal. Da ist dasselbe Problem. Oder ist dem einfach hier die Kohle ausgegangen, bevor er irgendwie was machen konnte? Der hat doch was in der Hand, oder? Ja, er hat eine Kohle in der Hand. Aber er hat es nicht geschafft, das einzuführen. In seinen Tank. Er hat es nicht geschafft, die Kohle einzufüllen. Nur ein Schelm, der Böses dabei denkt. Da ist wieder das nächste. Warum bei jedem zweiten Arm hier? Das kann jetzt nicht wahr sein. Kann er jetzt hier ständig hier rum experimentieren? So. Radartastisch. So, erstmal mein Auto nochmal. Ah, da muss ich aussteigen. Das geht ja nicht ohne. So, endlich ist es wieder ruhig. Ja, da passt es ganz vom Ding her. Da müssen wir leider nochmal ein Mistel hinsetzen. So. Nicht schön, aber zweckmäßig. So, dann geht's weiter. So.
Am besten, wenn ich den Masten hinter mir setze. Und wieder ein Baumdüs. Moment, das kann man besser. So. Halt, das war natürlich wieder Bullshit hier. Jetzt reiße ich sie beide ab, ich Trottel. So, weiter geht's. In diese Richtung. Da ist ein Baum im Weg. So. Da sind die Masten wieder aus. Ach komm, ich bin stärker wie du, du komischer Baum. Weg mit euch. Immer diese blöden Bäume hier. So, mal schauen, ob ich das gerade hinkriegt, die ganze Sache hier. Weil wirklich auf der Distanz ist immer blöd hier. Die waagerecht und senkrecht irgendwie zu fabrizieren hier. So. Zack, jawohl. Der ist da richtig und da müssen wir gucken. Ah, die Aliens kommen mich gerade besuchen. Ich hoffe, sie hatten Spaß. Wahrscheinlich hatte ich mehr Spaß, weil meine Verteidigung steht. So. Das war das. Strommasten fertig, jawohl. Hydroraffination, was ist denn das? Ah, da gibt es jetzt solche Klumpen, da kann man aus dem zerkleinerten Zeugs mit gereinigtem Wasser solche Klumpen machen und dann kann man die weiterverarbeiten. Da kriegt man auch Geoden raus, okay. Das schauen wir uns dann irgendwann vielleicht einmal an. Jetzt brauchen wir hier wieder ein Radar. Das Radar ist aber nicht im Bereich des Strommasters, also hier noch ein Mästle. So, dann machen wir hier weiter. Da kommt der Mr. Autosaver. Hier ist es halt einfacher, da kann man sehen, ob der Draht senkrecht runter geht. Oder ob er auf einmal schräg wird. So, wie war das hier? Da haben wir noch 10 Stück und dann haben wir wieder unsere Materialien aufgebraucht. Ja, da sind wir aus dem Ruder gelaufen. Ja, das habe ich gedacht, dass das passiert. Weil ich hier nicht genau gerade runterfahre. Wieder schon wieder, das war klar. Knacks. Ich will eigentlich einen Baum, aber egal. So. Da fahren wir mal durch den Baum. So. Ja, ist schon gut. Hallo. Danke. Okay, das wird interessant. Wie, jetzt hat es hier Knacks gemacht. Aber das Auto ist ganz geworden, ganz geblieben. Ganz geworden, genau. Kann man die Dinger auch kaputt fahren? Ich weiß es nicht. Oder wie ist das, wenn man die Dinger sprengt? Ich habe sowas halt noch nie gemacht. Kriegt man da einen Stein raus? Weil, wie gesagt, bei meinem alten Spielstand war das eben noch nicht mit den Cliffs hier.
als in der alten Folge, in der ersten Staffel. So, jetzt ist man so langsam eine Ringleitung zusammenkriegen dann. Jawohl, da haben wir es genau richtig gekriegt. Und jetzt sind genau die Leitungen zu Ende. Also mehr habe ich nicht. Da ist ein komischer Kristallstein. Ah, toll. Moment, ich muss mal hier. So. Da lobe ich mir echt den Panzer. Der kann da wirklich durchfahren, ohne langsam zu werden. Oder naja, der wird schon langsamer, aber nimmt auch keinen Schaden. Schwefeloxid, okay. Das soll man immer mal im Auge behalten. Hier müssen wir auch gucken. Wasserstoff, okay. So, jetzt stelle ich das Auto wieder hier ab. Und wird es wahrscheinlich die ganze Zeit wieder vergessen, wo es rumsteht. Und wird wieder einfach nur rumlaufen, ne? So. Jetzt gucke ich mal. Wie sieht's aus? Aha, gut, okay. Folgendermaßen, das können wir jetzt mal reduzieren. Also wenn der zwei Stacks voll hat, dann wäre es schön, aber das wird nicht so schnell funktionieren. Ja, da ist noch Luft, okay. Sehr schön. Also zwei Warenhäuser, das dauert jetzt eine Weile. Das kann man natürlich machen, aber die Verarbeitung muss sein. Also anders geht's nicht. Hier oben könnte man natürlich auch jetzt die Verarbeitung anders machen. Da haben wir jetzt die Gießereianlage, so wie wir es bisher haben. Wir könnten hier allerdings mal hergehen, könnten mal hier einen Zweier draus bauen. So. Aber da ist eh gerade dicht die Lade, sagen wir so. Das ist eine Einseranlage. Ja, und was möchte ich eigentlich noch? Genau, aber jetzt... ja, ich habe doch gerade kein Dings da, kein genügend Schussmaterial. Da muss ich mal ein bisschen nachhelfen, dass der hier mal ein bisschen produziert. Ja, unsere Eisenplattenproduktion ist einfach viel zu wenig. Wir brauchen jetzt auch neues Erz. Wir müssen jetzt gucken, dass wir langsam wirklich expandieren. Dass wir da mit der Bahn rankommen. Ja, ich kann Schienen natürlich selber bauen in meinem Inventar. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Wie schaut es denn hier aus? Okay, die Kiste ist noch nicht voll. Die Forschung ist fertig. Was ist das? Erweiterte Erzraffination. Da gibt es dann die Dreier-Sortieranlage, aber die kann ich noch nicht bauen. Da fehlt mir jede Menge Krempel. Flotation Cells. Und was ist das hier? Erzbrecher 3. Ja, da fehlt mir halt Aluminium dann. Und Messing. Schauen wir mal. Irgendwann wird es soweit sein. So. Jetzt habe ich einen Haufen Holz im Petto. Ja, Kohle loswerden. Da kann man auch ein bisschen Kohle loswerden. Da wird schön der Wasserstoff abgefackelt. Das ist gut so. So, und jetzt mache ich immer noch nicht das, was ich eigentlich will. Ich wollte mir doch ganz kurz hier noch Treibstoff holen. Quatsch, nicht Treibstoff. Jetzt gehe ich dem Band nochmal nach. Warte mal. Große Strommasten. Ich muss die jetzt auch irgendwo anschließen. So, vorzugsweise. Naja, gut, hier geht's mal, ja. So. Ich brauche ein bisschen Munition. Kohle brauche ich eigentlich keine. Warte mal, wie viel Munition haben wir denn jetzt? Ach, das füllt jetzt den zweiten hier auf.
Anstatt bei der Pistole. So, jetzt haben wir genug. Die anderen fünf, die packe ich mal noch in den Turm rein hier. Ach, ich trage auch noch so komisches Erz mit mir rum. Warte mal, das hier. So, das dürfte jetzt eigentlich problemlos funktionieren hier. So mache ich es hin, dass ich herziehen und dann platzieren. So, und hier. Jetzt haben wir halt welche übrig, egal. Aber da haben wir keine mehr. Dann machen wir hier mal eine Verbindung. Jetzt dürfte. Jo, jetzt haben wir hier Radarvision. Natürlich hier unter nicht ganz genau gebrochen hier, sondern hier. Jetzt können wir hier einmal schauen. Aha. Kleine Beißer. Beißernest. Wie schaut es hier oben aus? Beißernest. Okay, es gibt noch keine Werfer hier. So, recht so. Die können wir leider nicht sehen. Das Radar reicht soweit nicht, aber die sind weit genug weg. Was ist da unten? Ach, da hat er gerade Radar was aufgedeckt wieder. Weil er ja zellenweise hier immer scannt, hier sektorenweise. So. Nun, oh Mann, wir sind schon bei einer Stunde. Unglaublich, Leute. Jetzt möchte ich aber ganz kurz noch das machen, dass ich das nicht vergesse. Ich möchte ins Auto noch ein bisschen Munition reinmachen. So, das sollten wir aber noch mal reparieren, ganz kurz. Forschung, danke. Kobalt verarbeiten. Oh Gott, da gibt es noch Kobalt-Wheels und so. Oh, Jesus, na. Da gibt es eine bessere Hacke wieder hier. Okay, weiter geht's. Holder Slawitzki, da. Hier gibt es jede Menge Krempel. So, jetzt machen wir das mal so. Das von der Pistole weg hier. Zack. Wir gehen aufs Maschinengewehr. Jo. Dann würde ich sagen, das nächste Mal wird man so ein bisschen außen rumfahren, außerhalb unserer Base. Lass uns mal irgendwo noch ein Tor machen. Vielleicht gehen wir hier oben raus. Hier irgendwo. Und fahren wir mal durch die Gegend und gucken mal so ein bisschen die Karte an. Ja, also dann Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich krieg's einfach nicht hin, dass die Folgen hier kleiner werden. Ja, aber bei einer Stunde ist wirklich hier mal Schicht am Schacht. Also dann, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.